Ein Baby sitzt alleine auf dem Rücksitz, als das Auto sich selbstständig macht und losrollt. Nur ein Fall, zu dem die Beamten Christina Schulz und Roland Suhr gerufen werden. Die beiden Polizisten arbeiten im Polizeirevier Hamburg-Altona und haben da einen extrem abwechslungsreichen Tag. Vom Einbruch über Streitigkeiten auf offener Straße bis hin zu Unfällen. Christina Schulz und Roland Suhr sind mit Blaulicht unterwegs zu einem Verkehrsunfall. Der hätte in einer Katastrophe enden können. Ein Wagen rollt in Richtung Hauptverkehrsstraße, drinnen nur ein Baby. Die beiden Polizisten müssen jetzt herausfinden, wie das passieren konnte. Und zwar wurde der hier vor Ort befindliche PKW von einem Mitarbeiter des ADAC überbrückt, ist im Zuge dessen plötzlich nach vorne geschossen, hat den ADAC-Mitarbeiter laut einem Zeugen zwischen PKW und Wand eingeklemmt und wurde dann durch das Verkehrsschild hier gestoppt. Das Straßenschild verhinderte Schlimmeres. Die Mutter hatte wohl den Zündschlüssel gedreht, saß aber gar nicht im Wagen. Er macht im Zuge dessen plötzlich einen Satz nach vorne, quetscht den ADAC-Mitarbeiter zwischen dem PKW und der Wand hier ein. Kurz darauf, hier vorne irgendwo, macht sie die Fahrertür auf fällt halb aus dem Auto raus. Und dann fährt das Auto mit dem Kleinkind ohne sie drin noch gegen das Straßenschild, sagen die Zeugen. So langsam wird die Sache klar. Ein ADAC-Pannenhelfer hatte der Mutter Starthilfe gegeben. Die hatte wohl vor lauter Aufregung vergessen, die Kupplung zu treten. Der Wagen hat den ADAC-Mann dann seitlich gegen die Hauswand gedrückt und fuhr im Schritttempo auf die Hauptstraße zu. Zum Glück war da das Schild. Hauptunfall verursachend war das Verhalten der Fahrerin des beschädigten PKWs und der Mitarbeiter des ADAC ist jetzt als Unfallgeschädigter aufgenommen worden. Christina Schulz und Roland Suhr können weiter Streife fahren, direkt an der Hamburger Hafenkante. Hier an Hafen- und Elbstrand spielt auch die ZDF-Serie Notruf Hafenkante. Natürlich kennen die beiden die Kollegen aus dem Fernsehen, wissen aber auch, TV und Wirklichkeit passen nicht immer zusammen. So amüsant wie im Fernsehen sind ihre Fälle meist nicht. Sicherlich auch mit hohem Unterhaltungswert, den unseren Beruf nicht unbedingt immer hergibt, aber doch. Realitätsnah. Es ist alles nicht so bewusst hochgefahren oder irgendwie sowas in der Richtung. Es ist schon alles sehr, ja, nah dran an der Realität. Christina Schulz stammt eigentlich aus Wuppertal. Seit 3 Jahren ist sie in diesem Revier. Den Elbstrand kennt sie gut. Hier stehen oft zu viele Falschparker. Also man darf hier parken, wenn man so eine schicke Ausnahmegenehmigung hat. In ganz vielen Fällen haben sie aber keine. Das hier ist der Notein- und Ausgang des Elbtunnels. Eigentlich logisch, dass man hier nicht ohne Genehmigung parken darf. Trotzdem muss Christina Schulz lange diskutieren. Der Respekt gegenüber Polizisten, so sagt sie, sinkt immer weiter. Und es ist September, also so ein bisschen daneben. So. Der hat eine Ausnahmegenehmigung drin. Unglücklicherweise gilt die für einen Zeitraum im April. Und jetzt ist die Frage, ob derjenige das extra so da reingelegt hat, in der Hoffnung, dass wir nicht auf das Datum gucken, oder ob es einfach ein Versehen gewesen ist. Es ist schon ein bisschen, bei einem halben Jahr ist das schon ein bisschen schwierig. Mögen Sie mir einmal kurz zuhören? Das wäre jetzt eine Ordnungswidrigkeit, also es ist eine Ordnungswidrigkeit. Ich würde es, wenn Sie sich einsichtig zeigen, bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Ich zeige mir einsichtig. Das ist schön, das freut mich. Wenn wir morgen hier nochmal langfahren und Sie nochmal mit dieser abgelaufenen Ausnahmegenehmigung antreffen, dann ist das leider nicht mehr verwarngeldlos möglich. Okay. Ja? Okay. Holstenstraße 200 gibt es ein Restaurant. Und in diesem Restaurant sollte sich erst eine verwirrte Person befinden. Dann hat sich aber die Person wohl anscheinend selber am Telefon gemeldet. Sie wolle dort nur ein Glas Wasser trinken. Und jetzt gibt es da irgendwie Streitigkeit, weil sie das Lokal nicht verlassen will. Und da mögen wir doch mal bitte vorbeifahren. Nach dem Falschparker zum Streit auf offener Straße. Eine Frau hat angeblich das Lokal nicht verlassen wollen. Der Gastwirt hat schließlich die Polizei gerufen. Okay, ist irgendwas kaputt gegangen? Drinnen nicht. Draußen hat sie, so erzählt der Gastwirt, heftig gegen die Tür geschlagen. Sie sagt, sie wollte einfach nur ein Glas Wasser haben und fertig aus. Und er hat Hausrecht und keine Ahnung. Ich erkläre ihr das mal. Mit dem Glas Wasser ist eine Sache. Kann man machen, muss er nicht, okay? Wenn er es freundlich gibt, ihnen ein Glas Wasser, okay? Aber danach, sobald er sagt, sie müssen gehen, dann müssen sie auch gehen, okay? Egal, ob sie das freundlich finden oder nicht. Genau. Und hier auch nicht mehr? Ja. Tschüss, sie geht auch. Stopp. Vorsicht. Erst auf Grün warten. Eine Mischung aus einem kulturellen Missverständnis und einer Portion Uneinsichtigkeit sozusagen. Ja.
Christina Schulze und Roland Suhr wissen ihren Job zu nehmen. Das müssen sie auch. Altona ist ein sehr bunter Stadtteil mit vielen engen Straßen. Das zeigt sich auch im nächsten Fall. Eine Radfahrerin, die mit ihrem Drahtesel einen Bus an der Weiterfahrt hindert. Sie sind Radfahrer und Sie beide haben sich irgendwie gerade miteinander, oder wie? Der Busfahrer behauptet sogar, die Frau wollte ihn erschlagen. Die Radlerin war sauer, da der Bus sie angeblich geschnitten habe. Nun steht Aussage gegen Aussage und beide wollen Anzeige erstatten. Dazu müssen Sie gar nichts sagen. Ich sage Ihnen nur, dass das der Straftat, das ist der Straftatbestand, der gegen Sie erhoben werden würde. Ja? Und der Straftatbestand, der gegen den Busfahrer erhoben werden würde, wäre möglicherweise eine Straßenverkehrsgefährdung, weil Sie sehr dicht an dem Fahrrad vorbeigefahren sind. Ja. Auch dafür gibt es Zeugen. Letztendlich, wenn die Leute der Meinung sind, dass sie das zur Anzeige bringen möchten, dann schreiben wir das auf. Egal, wie sehr wir innerlich denken, ach ja. Wurde 21.1 Bertha gerufen? Menschliche Fälle liegen den beiden mehr als ein Einbruchalarm. Anwohner haben Scheibenklirren gehört in einem Jugendtreff, in dem seitdem das Licht brennt. Ja, Michael, wir sind eingebracht, danke. Christina Schulze und Roland Suhr sind die Zweiten vor Ort. Bislang nichts zu sehen. Habt ihr irgendwas festgestellt? Auch die andere Streifenwagenbesatzung hat niemanden gesehen. Es kann sein, dass es ein Fehlalarm ist. Es kann sein, dass mögliche Täter noch im Objekt oder am Objekt sind und flüchten wollen oder nicht flüchten wollen. Nach genauerem Hinsehen stellt sich heraus, drinnen ist die Reinigungskolonne. Ja, die Anruferin wurde aufgesucht und kann im Nachhinein nicht mehr genau sagen, ob es sich wirklich um Scheibenklirren oder vielleicht um einen fallengelassenen Schlüssel gehandelt hat. Wir haben hier keinerlei Einbruchsspuren feststellen können. Wir brechen ab. Auf dem Rückweg zur Wache sollen die beiden noch eine Anzeige aufnehmen. Einem Mann wurde fast das Handy gestohlen. Er hat es noch rechtzeitig gemerkt. Ja. Kam dann und dann hat der eine von den beiden, der größere, enge schwarze Hose. Zwei Männer haben fröhlich lachend Körperkontakt gesucht und dabei das Handy aus der Tasche gezogen. Also beide haben mich so bedrängt, aber der größere... Antanzen nennen das die Beamten. Das funktioniert allerdings nur bei Betrunkenen. Der Mann war zu nüchtern. Und normalerweise, wenn die Leute hier unterwegs sind und vom Feiern kommen, dann sind sie halt ja in Partystimmung und Fremden gegenüber aufgeschlossen und lassen dann auch mal abklatschen und Umarmungen zu und sowas. Oft genug klappt diese Masche. Auch das ist polizeilicher Alltag an der Hamburger Hafenkante. Ja, spannend wird's auch bei den Kollegen der ZDF-Serie Notruf Hafenkante. Die spielt ja auch rund um den Hamburger Hafen, 19.25 Uhr heute Abend hier bei uns.